Ich heiße herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Azur Lane Crosswave. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen über die Kultur des Sacra Empires erfahren, mit dass sie glauben, dass es 8 Millionen Götter gibt, die in ihren Alltagsgegenständen hausen. Und heute werden wir einen Kampf haben. Keine Ahnung mit wem. Wir werden einfach mal reinschauen. Akashi. Ich glaube nicht, dass wir gegen sie kämpfen. Ja, und Akashi begrüßt uns. Ihr seid die Kansen von der Royal Navy. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Ja, diesmal stellt London uns vor. Das ist Sirius, ich bin London. Du bist Akashi, die doch die Moderation während der militärischen Übung gemacht hat, richtig? Okay. Und ja, Akashi lacht erstmal kurz so ein bisschen komisch, finde ich, und sagt dann aber, ja, ich hätte nicht gedacht, dass mein Name als Moderator die Runde macht. Ich bin ein Reparierschiff und mit Yubari und den anderen zusammen erfindere neue Sachen. Ich erfinde neue technische Sachen. Aha, okay. Sie sind momentan dabei, ein paar Upgrade-Tests für Massenproduktionsflotten zu machen und fragt uns, ob wir Zeit haben, um ein bisschen auszuhelfen. Was glauben wir? Was glaubt ihr? So, sagt sie. London-san, いいでしょうか? Ja, Sirius ist anscheinend schon Feuer und Flamme und fragt dann aber, ja, London, wäre es okay? Ich lasse die Entscheidung in deiner Hand. ja, und London sagt, es steht in deinem Gesicht, dass du unbedingt helfen möchtest. Na gut, lass uns helfen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, Sirius ist, glaube ich, manchmal eher ein Kämpfer als eine Maid, auch mit dem Schwert, was sie halt mit sich führt. Keine Ahnung, sie kommt mir, wie gesagt, eher wie eine Kämpferin vor als wie eine Maid. Ich weiß nicht, warum sie Maid geworden ist. Wir benutzen natürlich wieder den Glackscharm. Hallo Belfast. Ja, komm. Ich
Ja, jetzt müssen wir aber fertig sein, oder? Das war ja nichts. Und wieder ein neues Bakashi. Huch. Okay, nicht mal quatschen danach. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. So, dann gucken wir mal kurz, was hat denn Akashi für uns? Sonst habe ich immer gehabt am Anfang bei Genshin, dass ich so Probleme habe mit der falschen, mit der für mich falschen Steuerung. Jetzt habe ich sie auch immer hier. Ich habe mich zu sehr an Genshin gewöhnt. Schlimm. Ich habe mich definitiv zu viel an Genshin gewöhnt. Los. Ist doch nicht mal feierlich, wie ich mich hier vertue. So, da war Akashi. Ich würde wirklich gerne. Wait, ich habe da schon welche mit 5-mal. Warte mal, wen habe ich da? Ich habe Z23 Prinz Eugen Suruga. Das will ich mal kurz gucken. Z23. Nee, ich kann das Level nicht erhöhen. Hm. Dann verstehe ich es nicht. Keine Ahnung. Egal. Gut. Das war ein bisschen kurz, ne? Das Problem ist, dass ich wieder Hauptevent. Hauptevents sind meistens etwas länger. Egal. Weiter. Ah, kimashita ne. Shirias-san, London-san. Okay. Das ist jetzt anscheinend der Treffpunkt, wo wir sein, wo wir hin sollten. Stimmt, wurde ja auch gesagt, auf der Map war das Schloss eingekreist quasi. Ja, und so, ihr begrüßt uns. Ach, da seid ihr, Sirius London. Und Akagi ist bei ihr. Hi, mayowazu kurarimashita. London-san no okage desu. Und Sirius sagt, ja, wir sind hergekommen, ohne uns zu verlaufen. Der Dank gebührt dafür London. Die Map war kuwashikatta node, daijoubu deshita yo. Ja, und London sagt ihr, die Map war sehr detailliert, deswegen war es kein Problem. Royal no futari tomo, chokusetsu aete ureshii wa. Ano toki wa seirei mo majiete no tontotsu na kaiwa de hazukashii kagiri da wa. Ja, und Akagi sagt ihr, ich bin froh, euch beide von der Royal Navy in Person treffen zu können. Wir hatten ja eine sehr plötzliche Unterhaltung mit den Sirens. Es war schon ein bisschen beschämend. Ja, und Sirius sagt, ja, nee, das ist doch nichts, wofür man sich entschuldigen muss. Außerdem sind wir sehr dankbar, dass man uns hierhin eingeladen hat. Ich wünsche euch zu helfen. Ja, Akagi sagt, ja, ich habe große Erwartungen an eure Fähigkeiten, die von Queen Elizabeth akzeptiert wurden. Hi. Ja, und Sirius fragt nach, und welche Leute von anderen Nationen werden an diesem Treffen teilnehmen? Und Taiyo ist anscheinend auch da und sagt, ja, ihr braucht euch darüber keine Sorgen machen.
こちらに集めてもらうよう手配していますわ。Ah, okay, sie haben die anderen schon informiert, dass sie auch hier hinkommen sollen. Okay, es, irgendwie hat sich das gerade total komisch gelesen. Ich weiß nicht warum. それでは私、鉄血のお二人をお呼びしてきます。Wenn ich das schon wieder lese gerade. Ja, und Soyo will dann die beiden anderen von Iron Blood dazu holen. Ja, und Akagi sagt, ja bitte tu das. Ja, und dann sagt so, Iron Blood also. Nun, das ist nicht verwunderlich, dass sie von Akagi, ihrem Verbündeten von Sakura Empire, gerufen, also herbestellt wird, aber... ja, und Sirius sagt, ich habe eine... unrelated question. Eine Frage, die aber keinen Bezug hat? Keine Ahnung, das stehe ich gerade irgendwie nicht. Sollen wir nicht alle in den Raum reingehen oder warten wir auf die Iron Blood Mitglieder? Ja, du siehst was. Ja, da haben wir wieder Professorin Z23. Keine Ahnung, ich, irgendwie mag ich ihr Outfit, wenn sie mit der Brille rumläuft. Das finde ich cool irgendwie. Passt einfach zu ihr. Ja, und sie sagt, ja, es ist, weil wir gefragt haben, ob wir uns auf dem Gang unterhalten können. Warum auch immer sie sich auf dem Gang unterhalten sollten. Und so. Konnichiwa. Wieso habe ich gewusst, dass die beiden wieder gemeint sind? Ja, auf jeden Fall sagt Rune, ja, hallo, Entschuldigung, dass wir ein bisschen spät sind. Ja, und Blondon sagt, ja, Bismarck mal beiseite, weil Bismarck, das haben wir ja schon öfter festgestellt, sie ist nicht so gerne in der Öffentlichkeit. Aber auch, dass Gneisenau oder Köln, die ja auch perfekt dafür wären, nicht hier sind, sagt sie, wird dann in ihren Gedanken unterbrochen. Ja, hast du, Taiho, hast du. Ist das ihr Ernst jetzt? Naja, Taiho sagt auf jeden Fall, ich hab sie irgendwo schon mal gesehen, oder nicht? Ich bin der Z23. Und Taiho-san? Gut, Z23 klärt das auf. Ja, sie will sich gerade vorstellen, ich bin Z23 von Iron Blood. Warte mal, Taiho? Nimi-chan? Seckkaku ftari de kakko yoku dete kita no ni, sassoku dainashi janai desu ka? Ja, und Rune beschwert sich bei Z23. Wir hatten gerade so einen schönen Auftritt und du musst es einfach ruinieren. Ja, und Rune sagt, und aus dem Taiho, die wir gerade erst treffen, findest du es nicht ein bisschen unverschämt, uns so anzustarren? Ja, und Taiho sagt, ach, ich habe gedacht, ich hätte euch in Iris Libre schon mal gesehen. Ist es nicht so? Null? Ich weiß gar nicht mehr, wie genau sie sich da genannt hatten, aber ich glaube, irgendjemand hatte was mit Null im Namen, das ist richtig. Okay, ich bin gerade froh, dass sie nicht
das Smile als Sound noch gemacht hat, weil es gibt so manche Mimiken, die im Japanischen gerne mal auch mit einem Sound zum Ausdruck gebracht werden. Zum Beispiel, wenn man jemanden irgendwie, ich sag mal, um eine Ecke rum anstarrt oder so, dann machen sie gerne schon mal G. Und Smile gibt's in dem Sinne auch, ich weiß. Jetzt muss ich gerade überlegen. Weiß ich das gerade? Nee, ich glaube, ich weiß es gerade nicht. Wahrscheinlich fällt es mir irgendwann ein, wenn ich nicht mehr am Aufnehmen bin. Auf jeden Fall, ich bin irgendwie froh, dass sie es nicht gemacht hat. So, auf jeden Fall sagt sie: Hä, wer könnte das denn sein? Mein Name ist Rune. Bitte, bitte erinnere dich an meinen Namen. Okay, und lächelt sie halt an. Ja, und Tayo sagt, ja, ich habe das schon vorher gemerkt, aber diese Person setzt einen wirklich unter Druck. Ja, man sieht auch an Taihos Gesicht, dass sie Rune nicht so unbedingt mag. Wie gesagt, ich mag Taiho in manchen Beziehungen auch nicht so ganz. Rune war am Anfang ihres DLCs, war die super nett, aber ich habe schon gemerkt, irgendwas, da ist irgendwas, ne, was sie halt nicht rauslässt. Man hat es dann im Endeffekt am Ende des DLCs gemerkt, was es war, was mir halt so aufgestoßen ist. Und, aber ich sag mal so, es macht die Charaktere halt aus. Man sollte sie nicht ändern. Man kann sie einfach nur so akzeptieren, wie sie sind. Sie vielleicht sogar lieben. Oder halt sich denken einfach nur, bitte komm mir nicht so nah. So, jetzt mal weiter. Ja, und Akagi sagt, ja, es ist schon eine Weile her seit der militärischen Übung Z23. Ich habe mir gedacht, Taiho könnte doch hier als Zeuge quasi dieses Meetings dabei sein. Das stört dich doch nicht, oder? Ja, und Z23 ein bisschen verlegen, weil sie weiß halt, dass man schon mal gegen Taiho gearbeitet hat, quasi. Und sie sagt dann so, ja, es ist, glaube ich, eine sehr gute personelle Entscheidung. Versucht sich damit so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen. Akagi, ja, pari Iris de no ken. Tekketsu no ryousangata seiren jikken wo sashiteru wa no. Hayaku kochira ni mo shousai wo oshiete hoshii wa. Okay, Taiho sagt das, oder denkt sich besser gesagt in dem Fall, dass Akagi sich schon das mit dem Zwischenfall in Iris Liebe gedacht hat. Und auch mit den Iron Blood Massenproduktionsschiffen. Taiho würde gerne die Details, die sie halt hat, ihr noch erzählen. Sofort, aber ich glaube, das kann sie leider gerade nicht. Ja, und Rune will gerade Taiho ein bisschen provozieren und sagt so, ja, ich glaube, es wird ganz lustig. Hier, Zeuge, bitte tu dein Bestes. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, London. Ja, London denkt sich so, diese Leute sind gefährlich. Angsteinflößend. Ja, und Sirius denkt nur daran, dass die doch wahrscheinlich sehr gut im Kämpfen sind. ご紹介が遅れましたわ。こちら、精錬が通信を行った際、会話に参加されたロイヤルのシリアスさんとロンドンさん、キューブの防衛にも協力していただきますわ。 Ja, Nakagi sagt, ich Entschuldigung für die späte Vorstellung, aber hier drüben sind Sirius und London von der Royal Navy, die bei der Konversation mit der während der Siren-Kommunikation dabei waren. Außerdem werden sie helfen, die Cubes zu verteidigen. Meine Güte. Boah. Entschuldigung. Ja, und die beiden sagen, schön euch kennenzulernen.
廊下でミーティングを行う理由からまずご説明をさせていただきますね。Z53 sagt, ja, freue mich auch und ich werde als erstes erklären, warum wir denn dieses Meeting auf den Gang abhalten. 15 Minuten später. なるほど。予定の部屋に備え付けている通信回線がセイレーンに掌握されてしまう可能性がある。そうおっしゃりたいのですね。Ich bin froh, dass wir das gerade nicht alles mitlesen mussten, was sie erklärt hat. Akagi sagt auf jeden Fall, aha, die Kommunikationsgeräte, die in diesem Raum installiert sind, sind wahrscheinlich von den Sirens entweder selber oder halt gehackt worden. Und deswegen halt dieses Treffen auf dem Gang. だからこちらの回線が及んでいない廊下に選んだわけです。Z23 sagt ja, wir haben das kurz vor dem Meeting herausgefunden, deswegen haben wir halt diesen Gang auserkoren, weil hier keine Connection besteht. ここなら情報の漏洩や盗聴の心配もないということかしら？Teil fragt dann nochmal nach. Du denkst also was du sagen willst damit, wir sind hier sicher davor, dass Informationen geleakt werden oder dass jemand zuhört? Gut, dass man gerade eine Kamera gesehen hat. Und nun sagt auch, ja, das ist richtig. Steckt sie Tayo gerade irgendwas zu oder was hat sie gemacht? Was? 急に紙とキューブを差し出してきたんだけど、この子。いや。Was? Dieses Mädchen hat mir gerade ein Stück Papier und ein Cube gegeben. メモ？文字が書かれているわね。Akagi wundert sich auch eine Nachricht. Da ist irgendwas draufgeschrieben. Ja, bei einer Nachricht ist klar. Z23 sagt nichts. めくばせをされましたね。Sie tauscht Blicke mit uns aus. Hä? Was wird da jetzt gerade gemacht von denen? Nonon sagt, soll das heißen, dass wir es auch lesen sollen? Auf dem Papier steht, bitte helft uns, die Sirens zu täuschen, reinzulegen. ここで打ち合わせをする限り内容が漏れることはありません。ああ。Okay, es ist genau andersrum. Dadurch, dass die auf diesem Gang sind, werden die Informationen geleakt und sie wollen die Sirens reinlegen. Ich schwöre, wenn jetzt Z23 und Rune Scheiße bauen und das nicht so ist, ne? Ich schwöre, ich hasse Iron Blood danach sowas von. ja, und Z23 sagt dann, redet dann weiter. Ja, solange wir unser Meeting hier haben, wird nichts nach außen dringen. 30 Minuten später. Gut, und Z23 sagt, ja, ich möchte nochmal abschließend alles zusammenfassen. Wir werden den PT-Cube nicht aus diesem Raum heraus moven. Also nicht aus diesem Raum rausholen und woanders hinpacken. Ist das korrekt? Ja, es wäre gefährlicher, ihn einfach aus diesem Raum rauszuholen. そして防衛の段取りですが、予告のあった日を最重要視しつつ、当日までは警戒態勢を強化すると。あ、いや、stimmt, die haben ja angekündigt, den zu holen. Richtig. Ja, und für die Verteidigung, die Priorität liegt auf dem Datum, wo sie halt angekündigt haben, den Cube zu holen.
und werden halt in Alarmbereitschaft sein, bis dieser Tag kommt. Und zwei weitere Kansen von Iron Blood werden noch hinzukommen. Ja, und Taiyo sagt ja, wir auf unserer Seite planen, mit allen Schiffen oder allen Kansen des Sakura Empires die Verteidigung zu unterstützen, sag ich mal. Union からの申し出は最小限にとどまらせていますわ. 鉄血が参加している以上, あの人吉たちに陣営総出で来られても困りますね. Alleine wie sie es ausdrückt, ne? Ach, Akagi. Ja, wir werden Eagle Unions Angebot auf ein Minimum beschränken. Solange Iron Blood hier mit macht, ist es keine gute Idee, diese Gutmenschen, würde ich jetzt mal gerade übersetzen, in unsere Nation zu lassen. Mit ihrer ganzen Nation hier reinzulassen, so. Gut, es kann aber auch natürlich sein, dass, wie sie es jetzt ausdrückt, absichtlich so ausgedrückt wurde, damit halt die Sarens sich, ne, in Sicherheit bringen, keine Ahnung. Ja, und Rune bedankt sich. Das hilft, wenn so können wir uns etwas freier bewegen. Ja, und Akagi sagt, ja, dann bis zu diesem Tag entspannt euch ein bisschen im Sakura Empire. Sirius und Lanan geben ein sicheres Ja von sich. Ey, okay. Ikimashou. 5 Events. Wow, okay, krass. Da muss ich natürlich dann gucken, wo ich anfangen möchte. Das entscheide ich aber beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich so stimmt, wie ich es eben gesagt habe, mit dass das einfach nur um die Sirens auszudrücken war oder vielleicht doch nicht. Und wir werden es einfach alles sehen. Ich hoffe einfach nur, dass es gut wird. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich wünsche einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr guckt. Und dann bis zum nächsten Mal mit. Ich vermute mal nicht allen Events, aber so 2 bis 3 werden es wahrscheinlich sein. Und bis dahin. Ciao, ciao.